Hier ist er also, der Opel Corsa E in all seiner Pracht, in diesem echt coolen Orange, wie ich finde. Ist auffällig, ist aggressiv. Andere Dinge am Fahrzeug sind eigentlich gar nicht so auffällig, sind sehr normal und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. E-Mobilität ist in der Normalität angekommen. Ich mache heute für euch einen Reichweitentest, fahre eine Strecke in eine Richtung auf der Autobahn bei 130 km/h und zurück wieder in die Gegenrichtung, um euch zu zeigen, wie viel das Fahrzeug im Schnitt auf 100 Kilometer verbraucht. Und ich würde sagen, gehen wir es an. Ja, alles sehr smooth, sehr aufgeräumt hier im Opel Corsa E, den großen Test über das Fahrzeug, den seht ihr dann ohnehin später auch noch. Zum Fahren wollte ich euch noch sagen, ich werde hier im Sportmodus fahren, weil ich einfach finde, dass ein Fahrzeug die volle Leistung immer abrufbar halten sollte. Wenn es mal drauf ankommt und ich trete aufs Gas, dann will ich einfach alles haben, was er hat und ich fahre ohnehin nicht immer permanent auf Anschlag, sondern dosiere sehr gut mit dem Strompedal, um meinen Verbrauch im optimalen Bereich zu halten. Ich werde auch die Klimaanlage auf ca. 20, 21 Grad einstellen. Heute hat es Außentemperatur ca. 26 Grad, also da muss er schon einiges runterkühlen. Aber das ist halt so. Also E-Mobilität soll kein Verzicht sein. E-Mobilität soll auch Spaß machen und Komfort bieten. Und gerade der Corsa E mit seinem Ansatz der Normalität, der sollte auch wirklich die Annehmlichkeiten bieten, die man heutzutage von einem Fahrzeug erwarten kann. Super sanft, super smooth ist man hier mit dem Opel Corsa E unterwegs. Also auch hier die neue Normalität, wirklich souverän, wie er sich im Alltag fortbewegt. Vielleicht einen Ticken weniger aggressiv und verspielt als der Peugeot E208. Und sehr erwachsen, finde ich gut. Auch auf der Autobahn habe ich heute ja schon ein kleines Stück gekostet und oder genossen. Und da muss ich sagen, fährt er sich sehr erwachsen und sehr souverän. Auch niedriger Schwerpunkt. Man sitzt hier nicht so hoch wie in anderen Fahrzeugen, sondern man hat wirklich eine gute Sitzposition. Und man ist von der Sitzposition her wirklich sportlich unterwegs. So, liebe Freunde, ihr seht schon, wir sind hier in Mondsee, Halbzeit der Strecke. Die eine Strecke ist geschafft. Ein Schnitt von 21,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer wurde erreicht bei einer Tempomatgeschwindigkeit, einer eingestellten Geschwindigkeit von 130 km/h. Effektiver Schnitt waren es laut Bordcomputer 120 km/h, also ist durchaus flüssig dahingegangen. Diese 21,3 Kilowattstunden sind aus meiner Sicht total völlig in Ordnung. Und jetzt geht's an den Rückweg. Werden wir sehen, was wir da brauchen. Dann können wir wirklich ein effektives Resultat, ein Resümee ziehen. So, nach einer kleinen Stärkung geht's jetzt wieder zurück. Der zweite Teil der Fahrt, also die Rückreise. Und wir werden sehen, wie der Verbrauch danach aussieht. Los geht's. So, jetzt also wieder zurück und Trommelwirbel setzt ein, das Ergebnis lautet 21,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Interessanterweise war der Wert gleich bei der Hinfahrt und bei der Rückfahrt, also hier war kein wesentlicher Unterschied festzustellen. 21,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Eingestellt war jeweils 130 km/h Autopilot. Die tatsächliche Durchschnittsgeschwindigkeit lag natürlich etwas niedriger, da Verkehr war, da Baustellen sind und so weiter. Aber Baustellen gab es wirklich nur ganz wenige, insofern ist dieser Wert eigentlich schon sehr verlässlich. Was gibt es sonst noch zu sagen? 21 Grad hat die Temperatur betragen, die Außentemperatur bei der Rückfahrt, bei der Hinfahrt zwischen 26 und 28 Grad. Also da gab es einen kleinen Unterschied. Ansonsten alles weitere im Hauptvideo. Der Test zum Opel Corsa E, seht euch auf jeden Fall auch dieses Video an. Wenn ihr uns unterstützen wollt, checkt unseren Sponsor InstaDrive aus. Erster Link in der Videobeschreibung. Seht euch an, was der Corsa E für euch monatlich in der Langzeitmiete im Abo kostet. Ist tatsächlich schon einige Zeit im Konfigurator bei InstaDrive auszuwählen. Ja, und abonniert den Kanal, seid weiterhin mit dabei, bei uns, bei Icario, auf unserer Reise in eine grünere Zukunft. Das würde uns wirklich sehr freuen, wenn ihr weiterhin mit dabei seid.
bis zum nächsten Mal. Go Green mit Style!